Hallo am 29. März. Wir schauen heute in das schamanische Seelenorakel und sehen mal nach, was da für uns so rauskommt für eine Tageskarte. Aha, sie ist schon geflogen. Wir haben der Kreis. Die Worte in diesem Buch hier sind so wunderschön, die lese ich euch jetzt einfach mal vor. Diese Karte spricht von Vereinigung, Vernetzung und Kontinuität. Präsentiert sich der Kreis als Medizin, bist du aufgerufen, die Bedeutung von Verfall und Loslassen verstehen zu lernen, die Bedeutung des Absterbens in der alten Form und der Wiedergeburt in der neuen. Angesichts von Herausforderungen wie Verlust oder Enttäuschung solltest du dir vor Augen führen, dass im Kreislauf des Lebens nichts je verloren geht. Die Liebe wird sich wieder einstellen, eine Idee oder Chance wird neuen Wohlstand erzeugen und der große Geist wartet stets darauf, dass du im allumfassenden Tanz deinen Platz wieder einnimmst. Alles wird gut. Finde ich wunderbar, muss man gar nichts mehr dazu sagen. Ich stelle jetzt noch eine Ja-Nein-Frage mit diesem schönen Würfel hier. Wenn du jetzt also eine Ja-Nein-Frage hast, dann stelle sie jetzt und wir schauen, was der Würfel zu sagen hat. Wir haben heute wieder ein Jein. Es ist wieder nicht sicher. Es ist wieder genau dazwischen. Die Antwort ist noch nicht da. Man muss ihr noch ein bisschen Zeit geben. Wir schauen jetzt noch, wer ist der Glückspilz des Tages? Glückspilz heute der Stier und Glückszahl, wieder die 4. Ich glaube, die war gestern schon. Ich wünsche euch ein ganz schönes Tagerl. Vergiss nicht, ein Like unter dem Video und ein Abo auf dem Kanal, beides völlig gratis für dich. Wenn du aber die Monatsreadings sehen willst, dann kostet dich das knapp unter 5 Euro im Mitgliederbereich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und wir sehen uns. Tschüss!